Hallo zusammen. Ein paar Neuigkeiten zur Robinie. Ich habe jetzt mit einer Botanikerin aus dem Botanischen Garten in Düsseldorf gesprochen. Ja, und sie meinte, dass durch Abkochen die Lektine zerstört werden würden. Und ich habe auch mit der Apothekerin meines Vertrauens gesprochen. Die meinte auch, mindestens 20 Minuten kochen, lieber 30 Minuten, um 100% sicher zu gehen, dass die Lektine zerstört werden. Ja, und wo wir beim Thema Apotheke sind, ihr könnt, wenn ihr euch bei Pflanzen nicht sicher seid, könnt ihr auch in eine Apotheke gehen, in egal welche, und dort den Apotheker oder die Apothekerin um Hilfe bitten bei der Pflanzenbestimmung. Jetzt noch etwas zum Kelchblatt. Und zwar ist das ja leicht grün. Und alle Pflanzenteile, die grün sind, sind giftig. Jetzt kommt es wahrscheinlich in dem Kelchblatt nur in Spuren vor. Das Lektin. Und wenn man jetzt drei, vier Blütentrauben isst, wo und da eben auch die Kelchblätter mit isst, besteht womöglich keine Gefahr. Wenn man allerdings sehr große Mengen isst, dann könnte man sich eventuell eine leichte Vergiftung holen. Das ist nicht ganz klar. Und wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, dann solltet ihr wirklich die Kelchblätter, wenn ihr die Blüten roh esst, nicht mitessen. Aber wenn ihr sie jetzt in Teig tunkt und dann frittiert durch die Hitze, gehen dann die Lektine kaputt und dann könnt ihr das auch mitessen. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid über die Robinie und könnt dementsprechend mit der Pflanze auch umgehen. Macht's gut.